Hallo zusammen. Das wird jetzt kein langes Gespräch. Ich möchte nur eben schnell was zu Diskussionen sagen. Eine Diskussion ist ein tolles Mittel, um seine eigenen Ideen zu verbreiten und zu verteidigen. Wenn eine Diskussion richtig geführt wird, ist es in der Regel so, dass beide Parteien irgendwie aufeinander abfärben und man irgendwas Neues dazulernen kann. Und ich habe dafür vor einer Weile ein gutes Beispiel gefunden. Ich habe vor, ich glaube, 1,5 Jahren etwa ein Video zu subjektiver und objektiver Moral gemacht und habe unter diesem Video jetzt einen Kommentar bekommen von einem Kibunzoll, irgendjemandem, der mir gesagt hat, dass ich ein total großer Vollidiot bin, weil ich absolut nichts verstehe, dass ich scheiße bin und Strohmänner benutze. Und daraus hat sich eine vernünftige Diskussion entwickelt zum Thema objektive Moral und man sehe und staune. Ich bin fast bereit zu sagen, dass Moral zu einem gewissen Grad objektiv ist. Wir knobeln dennoch so ein paar Sachen aus, es gibt ein paar Definitionsfragen, aber an und für sich das Konzept, das er vorstellt, finde ich vernünftig. Während man bei schlechten Diskussionen etwa auf dem Level von Kindern im Sandkasten ist, die sich gegenseitig bepimmeln. Bestes Beispiel dafür: Mr. Super Zombie, Sonnengott, ich mach meinen Kanal dicht, weil ihr Scheiße seid und komm nie wieder, ups, ich bin doch wieder da. Thomas, der es geschafft hat, einen neuen Rekord aufzustellen, und zwar den Rekord, dass ich innerhalb von nicht einmal 2 Tagen die Schnauze von ihm voll hatte. Um seine Argumentation einmal herunterzubrechen. Begonnen wird mit einem Argument, das in sich selbst schlüssig ist, aber im Zusammenhang mit der äußeren Welt vollkommen schwachsinnig klingt. Nachdem dieses Argument widerlegt wird, schreibt man Verschwörung. Dann kommt das Quote Mining, in diesem Fall von Lenin. Und man schreit noch ein bisschen lauter Verschwörung. Und zum Schluss kommt ein wunderbarer Strohmann, der nichts mit der Sache zu tun hat. Oder um es im Kontext der Sache zu sagen, es beginnt mit einem: Ey, bist du schwul oder was? Gefolgt von einem: Das weißt du doch, du leugnest das alles nur. Worauf ein: Aber Lenin gibt mir recht und darum stimmt das, was ich sage. Und natürlich zum Ende ein: Du kannst ja Schwule gar nicht mit Schwarzen vergleichen. Okay, das letzte mag jetzt ein bisschen verwirrend gewesen sein. Ich erkläre eben. Thomas war der Meinung, dass ich Homosexuelle gar nicht verteidigen dürfte, weil ich ja selber gar nicht homosexuell bin. Und das dann gekoppelt mit der Frage: Oder etwa doch? Wenn man ihn dann mit derselben Logik zu anderen Themen konfrontiert, also tut mir einen Gefallen, stoppt das Video, knotet ein bisschen im Kopf rum. Was diese Argumentation, du bist nicht schwul, also darfst du schwul nicht verteidigen, knurrt das ein bisschen Kopf ein bisschen rum, okay? Und kommt dann mit irgendwas wieder zu einem anderen Thema. Schreibt es in die Kommentare, schreit es eurem Nachbarn ins Gesicht, irgendwas. Okay, Video pausieren und go. Ist euch was eingefallen? Gut. Es wird wahrscheinlich irgendwie in Richtung: Du darfst gar nichts gegen den Holocaust sagen, weil du kein Jude bist. Oder: Du darfst nichts zu Frauenrechten sagen, weil du keine Frau bist. Oder: Du darfst nichts zu Rassismus sagen, weil du nicht schwarz bist. Also im Grunde, du gehörst nicht zur Gruppe XY, also darfst du Gruppe XY nicht in Schutz nehmen. Dass es auf so vielen Ebenen dämlich ist, wie es nur sein kann, ist uns allen bekannt. Okay, Thomas nicht, aber Thomas widerspricht sich auch gerne selber und sagt, dass Feminismus Schwule auslöst. Also, übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, was das Ganze mit Feministen und Schwulen und sich selber in den Arsch beißen soll. Auf meiner Facebook-Seite habe ich ein paar Kommentare von ihm geteilt. Ich verlinke es in der Beschreibung. Wäre schön, wenn ihr da ein bisschen da bleiben könntet. Einfach nur, weil ich da häufiger poste als hier. Also, ich hoffe, es war einigermaßen interessant und unterhaltsam für euch. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass Thomas sich bald wieder verpissen soll. Diesmal hoffentlich endgültig. In diesem Sinne, tschüssi.